Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenna ist der Till, Till und sein Vlog, sein Kanal, musst ihr mal drauf gehen. Tägliche Vlogs zu sehen, sein Leben in Kameraperspektiven festgehalten, ist ja auch wurscht. Heute am 30., ich bin der Sascha, am 30. Dezember, kurz vor Silvester. Bist schon aufgeregt? Ja. Kurz vor Silvester sprechen wir erst einmal über das heutige berühmte Geburtstagskind und das ist? Tiger Woods. Puh, hast du schon mal Golf gespielt? Nein. Noch nie? Noch nie. Nicht mal Driving Range? Minigolf habe ich gemacht. Driving Range wenigstens mal? Ich habe Minigolf gespielt. Mhm. Und der gute Mann hat 11 Major-Turniersiege. Ja, der war gut. Also, der war schon ganz gut. Der muss es drauf gehabt. Sowohl beim Golf als auch beim Einlochen. Verstehst du? Oh, ein ganz flacher. Okay, aber das sind wir ja hier gewohnt. Ja. Ja, Tiger Woods war, glaube ich, der beste farbige Golfspieler ever oder so. Das, kann das sein? Schon möglich. Aber ja auch so irgendwie einer der geilsten überhaupt. Unter den Golfspielern. Ach so, ja. Jetzt machst du wieder die ganz flache. Nein, das war... Er war einer der geilsten. Beim Einlochen. Ja, du kannst ja auch falsch verstehen wollen. Nein. Doch. Also, und am 9., am 20., du hast mich total kirre. Am 30. Dezember... Ja, heute. Genau. 1967, das wollte ich sagen, wurde in Großbritannien von den katholischen Bischöfen das Verbot für den Fleischverzehr am Freitag aufgehoben. Aha. Vorher durfte man freitags nur Fisch essen. Ja. So. Und das wurde dann aufgehoben 1967 am 30. Dezember. Und da durften die dann wieder am Freitag Fisch essen. Warum? Also war da wieder was mit Fangquoten und gab es nicht genug? Oder? Wahrscheinlich. Ja, war nicht genug Fisch da. Ich habe keine Ahnung. Ja, interessante Frage von meiner Seite. Findest du? Ja. Ja. Ist ja schön, dass du deine Fragen selbst interessant findest. Ja, ich finde das immer interessant. Ich gebe natürlich auch immer so kleine Denkanschübe für die Zuschauer, weil die sitzen jetzt auch da und denken sich, ja, verdammt, ja, da kann man doch, hat recht. Das kann man doch mal recherchieren jetzt als Zuschauer. Und wenn das einer weiß, der schreibt es hier in die Comments rein und freut sich dann. Richtig. Ja, wir freuen uns auch. Wir freuen uns aber erstmal noch über den Fakt des Tages. Und zwar... Wir bleiben in Großbritannien. Keiner der Beatles konnte Noten lesen. Übrigens von ABBA auch nicht. Ich kann auch keine. Aber singen kannst du ja. Ich kann auch Gitarre spielen. Also. Beatles. Kannst du Beatles irgendwas? Jetzt spontan? Du machst mich immer fertig. Oder kannst du ABBA irgendwas? Dann eher Beatles. Dann sag mal Beatles, komm. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. And he told us of his life in a yellow submarine. Submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Oder so. Ja, genau. Jetzt wisst ihr auch, wo das Lied herkommt. Genau. Ja, also die Beatles konnten nicht konnten nicht babbeln. So. Das können viele Musiker nicht. Jetzt haben wir den, wie gesagt, aber, ne? Benny und Björn konnten auch keine Noten lesen und schreiben und sowas. Da musste immer ein Musiker, habe ich mir sagen lassen, der das konnte, neben denen sitzen und aufschreiben, was sie so klimperten. Ja, ja. Das ist Hammer. Also ich habe ja selber Lieder geschrieben und es ist manchmal echt kompliziert, das dann aufzuschreiben. Also ich habe es immer so gemacht, ich habe immer alles aufgenommen, dass ich es mir quasi anhören konnte, wie es ging. So. Also ich kann gut nach Gehör spielen, von da an hat es immer funktioniert. Und das war mit der Gitarre oder wie? Ja. Was du alles kannst, Till! Hammer, Gitarre spielen kann er auch noch. Ja. Das war der 30. Dezember. Morgen sehen wir uns noch einmal in diesem Jahr am 31. Dezember. Ich freue mich drauf. Bis dann. Cheerio, Miss Sophie.